Für Aues Torhüter Martin Mennel ist es bereits die 16. Saison für die Veilchen. Diese Partie gegen Ingolstadt ist das 489. Pflichtspiel für den Kapitän. Aue möchte eine ruhigere Saison als die vergangene, nichts zu tun haben mit dem Abstieg und wenn nach oben etwas geht, wollen die Erzgebirger da sein. Seitz mit der ersten Möglichkeit des Spiels nach 20 Minuten. Der Stürmer ist einer von 12 Neuzugängen bei Aue und kam vom VfR Aalen. Dann dieser Fehlpass vom Ingolstädter Malone direkt in den Lauf von Bär. Der macht zu wenig aus dieser geschenkten Chance. Auch Marcel Bär, ein Auer Neuzugang. Kurz vor der Pause. Taschci steckt den Ball durch, aufseits. Sijanić bekommt die Fußspitze nicht an den Ball, weil zuerst Funk und dann Malone schneller sind. Aue auch nach dem Wechsel das bessere Team. Sijanić aus 25 Metern. Funk rettet Ingolstadt bislang das Unentschieden. Die 90. Minute. Meuer mit dem Fallrückzieher, der zur Vorlage wird für Thiel. Maximilian Thiel gerade 2 Minuten zuvor eingewechselt mit dem Tor des Spiels. Erzgebirge Aue gewinnt mit 1:0 gegen Ingolstadt und das verdient.